Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Doppel-Unboxing, denn ich habe mir sowohl die Blackbox Men, die es quasi aus der Pinkbox-Familie gibt, gekauft, als auch die Glossybox Men. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen und die vielleicht so ein Stück weit zu vergleichen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich liebe es gerade übrigens, dass meine Kamera überhaupt nicht damit klarkommt, dass ich eigentlich gerade einen Neon-Look auf meinen Augen trage. Ich habe euch die Palette in der Infobox mal verlinkt und wenn euch so interessiert, welche Paletten ich so auf meinen Augen trage, schaut bei Instagram vorbei. Da heiße ich AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter, da poste ich auch so Close-Up-Bilder und so weiter. Genau, und damit laufe ich natürlich auch den ganzen Tag durch die Gegend. Habe auch Arbeitskleidung an, weil ich gleich nach oben gehen werde, um zu renovieren. Aber morgens ist es meistens so, dass ich YouTube mache, dass ich mich schminke, dass ich hier Videos drehe und so weiter. Und nachmittags bin ich dann oben am Renovieren. Das ist mein aktuelles Leben. Es läuft. Und ja, die Männer dürfen natürlich auch so eine wunderschöne Beautybox bekommen, wie wir Frauen. Ne? Und die bekommen das aber in etwas weiter auseinanderliegenden Abständen, weil bis Männer Produkte aufbrauchen, ist es erfahrungsgemäß etwas langlebiger. Ich sehe es bei meinem Freund zum Beispiel. Ich lasse ihn auch immer gerne durch die Boxen durchstöbern, nachdem ich sie hier ausgepackt habe. Und er nimmt sich immer so ein, zwei Teile raus. Den Rest gebe ich an Familie und Freunde weiter oder, ne, gebe es an Menschen weiter. Sie finden auf jeden Fall alle hier so ihren reißenden Absatz. Und ich starte einfach mal mit der Glossybox Men. Ich habe beide Boxen selber gekauft, beziehungsweise beide selber im Abo. 30 Euro ist ganz schön viel. Ich glaube, die erscheint auch nur noch 3 oder 4 Mal im Jahr. Das ist recht selten. Ja, und da muss natürlich ein Klopper Wert drin sein, meiner Meinung nach. Ne? Ich gucke auch einfach mal, wie das so ja, in Relation ist. Ne? Da kann man die besser vergleichen. Was ich aber noch interessanter finde, wie finde ich den Inhalt an und für sich? Ne? Hier habe ich jetzt einmal den Deckel entfernt. Und ja, die Männer bekommen hier ein It's a Man Thing, so ein kleines Heftchen mit dabei, wo drin steht, was drin ist. Da sind die Produkte drin aufgeführt. Aber doch, das Motto ist hier auch noch tatsächlich auch noch aufgeführt. Ich habe euch auch Timestamps reingepackt, ne? Da könnt ihr dann weiterhüpfen, falls euch irgendwas nicht groß interessiert. Ein Mann, eine Box. Der Frühling ist genau dein Ding, kein Wunder. Endlich wieder längere Tage und somit mehr Zeit, um sich den wichtigen Aufgaben des Lebens zu widmen. Im Bad wird es dafür zeitsparend und effizient, dank der Produkte deiner brandneuen Manbox. Von Waschgel über Zahnpasta, finde ich persönlich nicht so geil in der Box, ne? Bis hin zum Allrounder Pflegeöl ist alles dabei, was dich bei deinem täglichen Pflegeritual unterstützt und perfekt auf den bevorstehenden Tag voller aufregender Vorhaben vorbereitet. Und jetzt geh los und mach diesen Frühling zur besten Zeit des Jahres. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox Men Team. Ist sehr freundlich, dass man hier auch schon so ein bisschen mit reingegroovt wird und das Ganze schaut dann so aus, wenn man die Box bekommt. Es ist ein bisschen durch die Gegend geflogen, aber sie ist auch sehr schwer. Also ich denke, dass die Produkte hier einfach so ein bisschen eskaliert sind. Kommt natürlich ein sehr frischer, herber, männlicher Duft raus, ne? Und viele Produkte sind meistens halt auch unisex verwendbar. Also du kannst sowohl als Mann auch Frauenduschgele, ne, mit irgendwelchen blumigen oder süßen Düften verwenden, so ganz klassisch gesehen. Oder du kannst auch als Frau die Männerduschgele verwenden, da ne, macht den Braten nicht fett. Das Einzige, wo ich persönlich ein bisschen aufpassen würde, wären halt so Gesichtscremes, weil Männerhaut ist meistens ein bisschen dicker, weil die, glaube ich, eine dickere Lederhaut haben. Und da würde ich jetzt nicht unbedingt hin und her switchen. Okay, also, wie gesagt, hier ist der Blick in die Box und da sehen wir auch schon direkt ein Produkt, was uns bekannt vorkommt. Also das werde ich meinem Freund dann auch ganz offensichtlich mopsen, denn das habe ich schon öfters verwendet und ich kann es sehr gut gebrauchen. Von Mudmaski ist das nämlich eine Serum Infused Eye Mask mit 30 ml. Das ist ein sehr teures, hochpreisiges Produkt. Das gebe ich mir einfach gerne morgens, wenn ich mir eine Crememaske drauf mache, unten unter meinen Augen drauf. Das sieht ein bisschen schmutzig aus, weil die auch irgendwelche Partikel oder sowas mit drin hat. Ne? Ich liebe dieses Teil aber, weil das echt cool ist. Das erfrischt die Augenpartie, macht so ein bisschen die Augenschatten weg und so. Und ich weiß, dass mein Freund zu pflegefaul ist, um das zu verwenden. Deswegen ist es hiermit offiziell gemopst. Dann habe ich als nächstes natürlich die angekündigte Zahnpasta hier drin. Ich glaube, die habe ich mal aufgebraucht von Jean & Len. Die war nämlich auch im Adventskalender, die Toothpaste Soft White. Das ist eine sehr milde Zahnpasta. Also die ist meiner Meinung nach jetzt wirklich für so sensible Zähne geeignet. Ich habe auch sehr sensible Zähne, auch so ein bisschen freiliegende Zahnhälse und sowas. Deswegen hat die für mich sehr gut funktioniert. Man hat aber nicht diesen ultimativen Frische-Kick-Gefühl-Gedönsen im Mund. Und ja, deswegen. Also da muss man einfach mal gucken, wie man das handhaben möchte. Ich werde sie auf jeden Fall behalten und tatsächlich auch verwenden. Eigentlich ist meine Lieblingszahnpasta von Elmex die Prevent and Repair, heißt die, glaube ich. Ne? Die ist eigentlich richtig geil.
aber wenn halt in Boxen Zahnpasten drin sind, ist okay, kann ich dann auch verwenden. Hier kommen wir jetzt zu einem Thema, wo ich schon sagte, ne, Männer sollten halt schon ihre eigene Gesichtscreme haben. Und das ist jetzt von Seins, die Tagescreme Energy Effect Elektrolyte mit Lichtschutzfaktor 15, finde ich schön. Eine vitalisierende Tagespflege mit Antimüdigkeitseffekt. Immer mal wieder sucht mein Freund sich schon eine Gesichtscreme dann auch aus den Boxen raus und so alle halbe Jahr ungefähr. Mittlerweile, also die standen auch schon mal 2 Jahre bei ihm im Schrank, also von daher bin ich sehr zufrieden, dass das Ganze sich noch etwas verkürzt hat. Aber ich glaube, er hat aktuell sogar die von Seins in Anwendung, bin ich mir nicht ganz sicher. Oder von Kneipp? Nee, von Alverde, glaube ich, die mit diesem, wie heißt das Kram denn? sehr natürliches Gedönsen mit Wald drauf und so. Das mag der auch ganz gerne. Aber sowas ist eigentlich auch ganz fein, ne? Das ist mit Magnesium, Zink, Kalium, Calcium, Natrium, Kupfer und Ginseng. Na guck, auch mal ganz nett, ne? Ja, also hört sich auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr gut an. Und Seins ist ja so eine extra Männermarke, die es bei DM gibt. Ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. So, weiter geht die wilde Reise. Was habt ihr hier? Ein Parfum, oder? Weiß ich nicht. Steve Laurent ist eigentlich eine Marke, wo wir als Frauen in der Glossy Box so Lipsticks und so ein Kram mit drin haben. Was ist das? Tweezers. Ach, guck mal. Ja, Pinzetten. Pinzetten können wir nie genug von haben. Mein Freund freut sich sicherlich, weil er ist so ein Lego-Mensch, ne? Der baut sehr viel Klemmbaustein-Gedönsen. Ach, guck mal. Und das ist so eine... Die finde ich ja geil. Guck mal, das ist so eine ganz, ganz spitze Pinzette. Das wird er auf jeden Fall feiern für seinen Modellbau, weil die sehr, sehr fein ist. Das ist cool. Da macht man ihm auf jeden Fall eine Freude mit. Und falls nicht, kann ich die sehr gut gebrauchen. Falls ich dann mal irgendwie so, ne, ich mache ja offensichtlich auch ein bisschen ausgefallene Looks. Und Sarah Isabel, Like a Daisy in Spring, animiert mich auch immer mehr, wenn wir unsere ungeschönen Videos zusammendrehen, dass ich da mal ein bisschen mehr aus meiner Komfortzone rauskomme und dann vielleicht auch mal mit Glitzersteinchen oder sowas arbeite. Da wäre das für mich persönlich halt auch ein angebrachtes Vieh. Finde ich cool. Dann habe ich hier ein großes Ding drin und zwar von Kneipp Men. Das mag er bestimmt gerne. 2-in-1 Gesicht- und Bartwaschgel mit Lemongrass, Guarana und Süßholz. Reinigt gründlich, ohne auszutrocknen, vitalisiert und belebt die Haut. Ich hoffe nur, dass es nicht so ein frische Kram ist, weil dieses Kühlende ist nicht ganz so seine Welt. Wobei im Gesicht kann ich mir das vielleicht doch ein Stückchen vorstellen, ne? Durch die gründliche Reinigung werden auch Bartschuppen entfernt. Also mein Freund hat Bart, das ist so ein Jesu-Bart. Und deswegen, Männerpflege mit Naturkompetenz für weiches und geschmeidiges Haut- und Bartgefühl. Ich glaube, das könnte ganz gut für ihn sein, weil er mag diese Kneippreihe auch sehr gerne. Da hat er aktuell auch ein Duschgel von den Anwendungen. Aber das riecht halt sehr nach diesem Limone, ne? Also für mich persönlich riecht es eher nach Chlorreiniger als nach einer Gesichtspflege. Aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Praktisch finde ich auf jeden Fall den Pumpspender. Ja, aber wie gesagt, das ist dann eher so seine Entscheidung, was er dann cooler findet. Dann habe ich hier etwas drin. Ja, weiß ich nicht, ob er das verwendet. Wobei wir jetzt beide ja auch mehr so am Handwerken sind, ne? Und wir jetzt auch bald wieder alle schön nach draußen gehen werden, um da was weiterzumachen. Das ist ein Hand-Cleansing-Gel von Neki mit Aloe Vera und Shea. Ist auch wieder ein Unisex-Produkt, ne? 100 Milliliter sind hier drin. Dann kannst du halt so zwischendurch, wenn du gerade deine Hände schmutzig hast, vielleicht einfach so deine Hände damit sauber machen, ne? Da musst du nicht direkt einfach Hände waschen, weil wenn du im Garten bist, dann... Du hast ja ständig dreckige Hände oder wenn du am Renovieren bist und so, ne? Vielleicht eine ganz coole Geschichte. Ich bin jetzt eigentlich kein Freund davon, solche Produkte in Beautyboxen drin zu haben, weil dann das einfach immer mehr an die aktuelle Gesundheitssituation in Deutschland oder auf der Welt so erinnert. Ist immer ein bisschen uncool, aber ja, komm, ist jetzt mit dabei. Mache ich jetzt keine Luftsprünge durch, ne? Also das haut mich jetzt nicht so von den Socken. Und dann habe ich hier das letzte Produkt und das ist, da weiß ich echt nicht, ob der das verwenden wird. Teaology, Tea-Infused Skincare Bancha Oil. Das ist Nourishing, Glowing, 99% natürliche Inhaltsstoffe mit grünem Tee, Marula und Jasmin, 100 Milliliter. Ich weiß nicht, ist das so eine Art Serum? Ne? Das ist halt so ein Öl, Gesichtsöl. 100 Milliliter ist natürlich mal eine Ansage. Ja, Körperöl mit grünem Tee, Marula und Jasmin. Nee, das wird er nicht verwenden, der cremt einfach seinen Körper nie ein. Kannst du natürlich auch für Gesicht und Haar verwenden. Ich glaube, das mops ich dem. Ich glaube, das werde ich verwenden, weil ich verwende halt gerne Körperöle, ne? Und das ist dann vielleicht so ein schönes Frühling-Sommer-Produkt, weil das dann auch ein bisschen frischer ist. Und ich liebe Jasmin, das muss ich halt echt sagen. Grüner Tee und Marula ist dann halt eher so frische, ne?
Ja, also definitiv Unisex-Produkt, cool. Also das ist bestimmt nicht günstig, ne? Weil du hier unten, ich weiß nicht, ob das, ja, sieht man eigentlich schon, ne? Da unten sind nämlich auch so Viecher drin und halt so ein Öl. Ja, das werde ich verwenden, schon. Habe ich Anwendung für. Aber sehr zarter Duft, also das riechst du jetzt nicht so intensiv. Nö, ist jetzt keine Parfümbombe oder sowas, ne? Ich denke, dass es einfach ein recht natürliches Produkt ist. Und ich verwende sowas halt gerne, ja, bevor ich meinen Körper halt richtig eincreme, an den Oberschenkeln, an meiner Momo und an meinen Hupis, ne? Also das sind dann halt immer so die Partien meines Körpers, wo eh noch extra Pflege drankommt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das mit bei ist. Alles klar, wir haben jetzt hier, ja, die Produkte, die wir für 30 Euro bekommen haben. Hätte ich mir jetzt nicht für 30 Euro im Laden gekauft, muss ich gestehen. Ne? Also es ist cool mit dieser Mundmaski-Geschichte. Finde ich das ganz nett. Aber es ist jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht. Also, ne, haut mich jetzt nicht so ultimativ von der Socke, bin ich ehrlich. Ne? So, 30 Euro, das war jetzt die teurere Box. Und dann gehen wir jetzt mal über zu der Blackbox Men. Das ist diese Schätzelein. Wie gesagt, 24,95 kostet die regulär. Du hast aber irgendwie immer einen 8-Euro-Code, sodass du die für 16,95 bekommst. Sprich, du hast eine Box, wo du da irgendwie nur die Hälfte für bezahlst. Ungefähr, ne? Ein bisschen mehr als die Hälfte. Als für die Glossy Box Men. Und auch da setze ich euch den Link mal dazu in die Infobox rein. Hier ist der Deckel kaputt. Das ist sehr schade. So. Hier haben wir einfach kein Schleifchen drumherum, sondern einfach nur dieses schwarze Papier, finde ich aber auch nicht schlimm. Und dann, oh, wir werden auch direkt von einem Flyer begrüßt. Und hier sehen wir dann den Inhalt der Box. Mehr Krubbelpapier als bei der Glossy Box definitiv. Und hier steht drauf, achso, wie oft kommt die denn? Ach, ich glaube auch alle 3 Monate, also 4-mal im Jahr, ne? Er versprüht seinen Charme ohne den Knigger aus den Augen zu verlieren, setzt auf ein gepflegtes Äußeres und überzeugt mit beneidenswertem Teint. Seine Hände können anpacken und sind dabei zart wie eine Feder. Seine Düfte verführen satt, statt sich aufzudrängen, und seine Zähne strahlen, statt zu blenden. Alter, hier auch eine Zahnpflege? Na, herzlichen Glückwunsch. Dem Lasting Lover sind sowohl seine Vorzüge bewusst, als auch die Vorteile der Blackbox Men. He's the gardener who makes hearts bloom. Also er ist der Gärtner, der die Herzen zum Blühen bringt. Okay, crazy. Lasting Lover ist da die Geschichte. Hier haben wir dann einmal die Produkte aufgeführt. Nur bei dem Highlight-Produkt, das Parfum. Wir haben hier immer ein Parfum mit dabei, ist auch ein Bild mit dabei. Und Preise sind dabei, die ich euch einblenden kann. Zack. Wir beginnen hier auch wieder mit einem Serum. Ja, wie gesagt, mein Freund verwendet sowas nicht, aber kann man auch als Frau verwenden. Aloe Care Rainbow. Aloe Vera Hyaluron Serum für jeden Hauttyp, spendet Feuchtigkeit und glättet mit 84% Bio Aloe Vera. Hier sind 50 Milliliter drin und das ist recht viel. Das ist glättend und ja, ne? Feuchtigkeit spendend, zellerneuernd, pflegt, regeneriert. Ist auf jeden Fall eine ganz nette Kiste, würde ich mal so sagen. Dann haben wir hier Habanos, sind das Streichhölzer? Tatsache. Ja, wir haben hier einen Kamin, das sind so lange Streichhölzer hier drin, ne? Also man sieht ja die Länge der Streichhölzer, das ist ganz cool, da wird mein Freund sich drüber freuen, da kannst du den Kamin mit anmachen, ne? Oder wenn du halt draußen Grill anmachen, passt jetzt natürlich auch, ne? Im März, April ungefähr fängt man natürlich an zu grillen. Oder wenn du dann halt draußen bist und dann hier, wir haben so einen Hinstell-Terrassenofen, nennt sich das. So Gusseisern, keine Ahnung, steht aktuell noch bei uns Indoor. Aber wenn wir dann halt draußen länger mal sitzen, machen wir das Ding an, machst du da auch ein bisschen Holz rein und dann kommt da ein bisschen Wärme raus. Das kann man so mit sowas sehr schön anmachen. Dann habe ich hier von Oibos stark beanspruchte Hände. Guck, hier haben wir wieder eine Handpflege mit dabei. Sensitive Pflege, sensitive Pflege, Ultra Repair in Schutz. Anti-Rissformel, das ist cool. Das wird mein Freund auch freuen und mich auch freuen. 25 Milliliter sind hier drin enthalten und das soll dann halt wirklich bei stark beanspruchten Händen helfen. Männerhände sind erfahrungsgemäß halt auch ein bisschen rauer, ein bisschen härter, ne, als Frauenhände. Dementsprechend brauchen die auch ein bisschen mehr Pflege. Das passt. Das finde ich gut, doch. Mensch. Ich habe ja was zu trinken. Man sollte auch öfters was trinken, Leute. Prost, ne? Mhm. So, hier habe ich was drin fürs Gesicht und zwar von Jack Black. Authentic and Original Double Duty Face Moisturizer mit Blaualgenextrakt und Sea Parsley.
Seealge vielleicht, ich weiß es nicht. Oder Parsley, ist Parsley nicht? Name vergessen. Petersilie, weiß ich nicht. Hydratant Visage mit Lichtschutzfaktor 20 und hier sind 14 Milliliter drin, also quasi ein Lichtschutzfaktor fürs Gesicht. Ja, wie gesagt, wenn die Männer dann halt mehr draußen arbeiten, ist das, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Ich verwende immer Lichtschutzfaktor 50 plus, weil ich eine absolute Blassnase bin und mein Freund verwendet einfach gar keinen Sonnenschutz, ne? So. Ja, ich weiß nicht, ob er das verwenden wird. Mal gucken. So, jetzt kommen wir zu den großen Geschichten. Ja, wir haben ja auch manchmal so Getränke mit dabei, finde ich sehr spektakulär. Das ist Nano-Subs Amino Vibe. 105 Milligramm Koffein, Tropical Mango Flavor, vegan, ohne Zucker und ohne Farbstoffe. 330 Milliliter, also das ist so eine Art Energy Drink, würde ich jetzt mal dazu sagen, oder? Kann ich doch theoretisch jetzt mal probieren? Weiß ich nicht, was hier alles so drin ist, ne? Wie gesagt, es ist früher ein Tag. Probieren wir das mal aus. Ich habe hier meinen Strohhalm. Bing, bing. Nee. Das schmeckt wie... Das schmeckt muffig. Überhaupt nicht meine Welt. Oh, weil das so ein... Nicht diese Mango hat das halt einen ganz merkwürdigen Nachgeschmack. So ein bisschen muffig, so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das passt einfach nicht zusammen. Mag ich gar nicht. Nee, nee. So, jetzt kommen wir mal zu was besser duften. Ne? Mein Freund hat, glaube ich, auch aktuell die eins von diesen Tabakparfums bei sich im Schrank stehen. Das ist Tabakman. Hey. Firepower Eau de Toilette, das sind 30 Milliliter hier drin. Das ist ein schönes Parfum und das, was er sich da letztens mal rausgesucht hatte, gefällt ihm auch sehr gut. Und ich würde das jetzt auch einfach mal riechen. Es sind so viel Krüppelpapier drin. Ja, ist halt mega viel Verpackung, ne? Muss man halt bedenken, aber gut. Das wird er auch sicher behalten. Ich weiß jetzt nicht, hier sind jetzt keine Duftnoten oder so, aber guck mal, wie hübsch der Deckel auch aussieht, ne? Mein Papa ist ja ehemaliger Feuerwehrmann, also eigentlich wäre das für ihn auch so ein bisschen prädestiniert. Der hat auch, Quatsch, im Juni erst Geburtstag, dauert. Wir sind noch nicht so weit. Ich denke manchmal, dass wir schon, weiß Gott, wie weit so im Jahr vorangeschritten werden. Aber es ist alles so verwirrend. Das riecht angenehm. Das riecht wirklich angenehm. Das riecht nicht so super schwer. Es hat eine leichte Frische dabei. Aber auch leicht fruchtige Noten mit. Das mag ich gerne leiden. Also das kann ich mir meinem Freund auch sehr, sehr gut vorstellen. Ist jetzt kein typischer Abendduft, aber das ist so ein Duft, den man sich so drauf macht, wenn man einfach nur mal eben kurz rausgeht aus dem Haus oder so. Oder wenn man Freunde trifft. Ich mag den. Den wird er kriegen, ne? Ob er will oder nicht. Den mag ich leiden. So, die Box ist noch weiter befüllt. Und zwar haben wir hier drin einen Energy Boost von Jus. Eine Zahncreme mit Koffein, ja. Mal gucken. Vielleicht findet mein Freund das cool. Hier ist auf jeden Fall ein Leopard oder Gepard mit drauf. Mit extra Wacheffekt und zum Schutz vor Karies, Plaque, Zahnstein, Verfärbung und schlechtem Atem. Ist witzig. Ne? 75 Milliliter sind die drin. Ist definitiv witzig. Und ja, wie gesagt, kann man machen. Ne? Sieht fancy aus, aber ich weiß nicht, was der Koffein damit zu tun haben soll. Weil du isst das ja nicht. Du spuckst das ja wieder aus. Na egal. Vielleicht hat das irgendwie so einen krassen Duft oder so, wenn du das in den Mund reinmachst. Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall spektakulär. Ne? Also, dass so eine Fancy-Pansy-Zahncreme halt ist. Riecht aber nichts raus. Ja, also, ne? Kommt bei uns auf jeden Fall in die Backup-Sammlung und ich denke, dass er sich die dann genehmigen darf. Ich finde es witzig. Ich finde es wirklich witzig. Ich fände es aber auch für mich ehrlich gesagt witzig, weil ich bin ja auch so ein Kaffee-Junkie. Und dann habe ich hier was drin. Das ist das letzte Produkt, was wir auch schon öfters in Frauenboxen drin hatten und was ich, glaube ich, auch schon mal verwendet habe. Von My New Hair Volume Shampoo, Volumen und Glanz für feines, kraftloses oder plattes Haar. Mit Reisprotein und Vitamin B6, 300 Milliliter ist eine Full Size. Das hatte er auch schon mal in der schwarzen Variante. Also er braucht definitiv kein Volumen. Er hat, glaube ich, 3 oder 5 Millimeter mittlerweile auf dem Kopf. Also, ne, weißt du Bescheid, Volumen brauchst du da nicht. Aber ja, ne, kann man sich, wie gesagt, gut teilen dann gegebenenfalls. Das Einzige, was mich hierbei immer so stört, ist dieser hier oben, ne, dieses Aufmachvieh. Aber gut, das ist halt jedem selbst überlassen. Genau, na, das kann ich jetzt schlecht wieder hier reinräumen. Aber gut, ich zeige euch jetzt hier auch nochmal in der Komplexität, was hier in der Box drin war. Für im Prinzip die Hälfte vom Geld.
Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen, was man dann ja auch dafür bezahlt. Tü. Bitte das Getränk jetzt nicht umfliegen. So schaut es dann aus und ich blende euch dann ja auch parallel den Gesamtwert der Box ein. Ne? Genau, also hier haben wir auch Sachen für von Kopf bis Fuß. Was hier halt so ein bisschen fehlt, wäre theoretisch der Körper, ne, der nicht abgedeckt ist. Ist ja bei dem anderen, aber glaube ich, doch ist er wohl mit diesem Theology. Okay, dafür haben wir aber hier ein schönes Parfum dabei und zahlen halt fast nur die Hälfte. Also wäre ich jetzt männlich, über welche Box würde ich mich jetzt mehr freuen? Ich glaube tatsächlich über die Black Box Men. Was mich da halt einfach immer so catcht, ist, dass du jedes Mal auch irgendwie ein Parfum mit dabei hast. Und das finde ich total cool. Und dafür hast du halt nicht so super teure Produkte da immer in der Box mit enthalten. Aber du hast halt schon so eine abwechslungsreiche Geschichte und hat dieses Parfum immer dabei. Das gefällt mir einfach. Und ja, also ob man das jetzt als Mann sich abonniert, kauft, wie auch immer. Oder ob man das als Frau seinem Mann schenkt. Oder ob man die Box halt so kauft, um sie jemandem zum Geburtstag, zu Ostern oder zu was auch immer zu verschenken. Ich finde schon, dass es vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sich so lohnt, weil du musst dann ja auch nicht die komplette Box verschenken. Du kannst ja theoretisch auch nur Teile daraus so verschenken. Lohnt sich vor allem so Richtung Weihnachten, Adventskalender und so, ne? Aber ich finde es wirklich immer eine coole Geschichte. Wie gesagt, dieses Mal hätte jetzt die Black Box Men gewonnen. Ich würde es auch nächstes Mal wieder genauso machen, dass wenn ich beide Boxen gleichzeitig bekomme oder relativ ähnlich zum ähnlichen Zeitpunkt, dass ich die dann auch zusammen im Video zeige, ne? Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Schreib mir gerne mal, welche Box du cooler fandest und welche Männerbox du sonst noch so kennst, was du empfehlen könntest. Das würde mich echt interessieren. Ja, und das war's jetzt hier von mir und meinem Video. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, Beauty-Boxen, Rampampam-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!